Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge nicht 7 Days to Die. Ja, ich habe aktuell tatsächlich bisschen mich überspielt und habe jetzt ein bisschen weniger Bock auf 7 Days. Ich werde nachher wahrscheinlich noch eine Runde mit dem Kowski spielen, aber so langsam ist ein bisschen die Luft raus. Es gibt da einfach nicht genug zu tun, nicht genug Abwechslung. Ja, klar, man kann fleißig weiter looten, man kann immer ein bisschen weiter bauen, aber irgendwann ist halt trotzdem die Luft raus, vor allem wenn man so geile Festungen baut und am Ende bringen sie einem relativ wenig. Ne? Ich finde, da fehlt 7 Days einfach ein bisschen was. Aber das kann ja vielleicht noch kommen. Ne? Ich werde, denke ich mal, die zweite Season starten, wenn ja, Alpha 18 rauskommt. Und jetzt habe ich erstmal was Neues mitgebracht. Und das könnt ihr im Hintergrund schon so ansatzweise sehen. Ich habe gestern schon mal Michi so ein bisschen reingespielt. Der wird nachher auch noch anrufen, denke ich mal. Und ja, würde ich einfach mit euch mal reinschauen wollen. Wie ihr seht, nächste Neuerung ist tatsächlich eine Facecam, beziehungsweise ein Tablet, dass ich das so umfunktioniert habe. Aber es funktioniert. Finde ich erstmal von der Sache her ganz cool. Mal schauen, wie es nachher in der Aufnahme aussieht. Und jetzt würde ich sagen, stürzen wir uns einfach mal ins Spiel. Ne? So, erstmal Spiel starten. Wir machen Einzelspieler. Ne? Eine kleine Überlebenstour. Und da ich tatsächlich noch überhaupt keine Ahnung von dem Spiel habe, will ich es auch nicht allzu schwer einstellen. Spielername, Spielname ist es. Okay. Dann ist das Ragnar S1. S für Season natürlich. Setzen. Ja, ziemlich cool. Karten sind zufallsgeneriert. Die Seeds. Ich nehme einfach mal 666666. Wie ihr gerade eingeblendet bekommt, ist der Herr Gorski auch schon bei 7 Days fleißig dabei. Und wird sich wahrscheinlich gleich melden. So, setzen. Mal gucken, was bei rauskommt. Wir starten. Planetenschwierigkeit leicht. Das sieht ganz cool aus, ist auch leicht. Es ist relativ viel Kram da. Ich finde, das sieht ganz cool aus. Ne? Bisschen schöne Welt zu erkunden. Und Planetengröße machen wir ruhig groß. Habe ich Bock drauf. Mittel ist, denke ich mal, okay. Ich meine, ganz blöd wäre ja noch nicht. Dann werde ich hier erstmal meine Maus von diesem blöden Kabel befreien, weil mir jetzt einfach alles auf den Sack geht. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach. Tutorial, yes, lass mal an. Equipment Basics auch cool. Start Skateboard ist auch cool. Dann düsen wir einfach los. Also ist ganz geil gemacht. Am Anfang ist tatsächlich erstmal fett Crashlandung. Ja, und dann ist es 7 Days eigentlich relativ ähnlich. Also, was hat man? Ja, man kann seine Basis hochziehen, man kann Fahrzeuge bauen, kann aber auch vom Planeten abhauen, kann auf andere Planeten gehen. Ne, bei 7 Days hat man alle Biome auf einer Karte. Bei Empyrean ist es so, dass man die verschiedenen Biome auf verschiedenen Planeten hat, tatsächlich. Zumindest, was ich bis jetzt gesehen habe. Und ja, es gibt halt relativ viele. Oh, erstmal geht's schon bergab. Und wir gucken mal, dass wir irgendwas Cooles finden. Ein interessantes Objekt, Spider-Nest. Ja, darauf habe ich, glaube ich, keinen Bock. Da liegt auf jeden Fall schon mal was im Boden. Das ist doch ganz cool. Sieht aus wie ein altes Schiff. Small Wreckage. Ja, mal schauen. Vielleicht finden wir da was Cooles drin. Und ja, man muss halt auch essen, trinken muss man nicht. Also die Survival-Aspekte sind nicht ganz so fett wie bei 7 Days. Aber wir schauen einfach mal. Ne? Erstmal ist hier Fettbruchlandung. Alles im Arsch. So, Greetings Commander. I am IDA, Integrated Data Pad Assistant. There has been a malfunction in your vessel's engine systems, resulting in its destruction. You successfully abandoned ship and have crash-landed on the planet on your escape pod. Your vitals are stable, however, due to your low health and food levels, the emergency Robinson Protocol, was ich sehr cool finde, has been activated. Do you want to follow it? Also, wir hatten eine Fehlfunktion in unserem Antrieb und sind deswegen, ja, kleine Bruchlandung hingelegt. Vitalfunktionen sind gut, naja, 250 von 500 ist okay.
Aber sagen sie ja auch, low on health und food levels. Und dann ist das Robinson-Protokoll halt aktiviert worden und ja, dem folgen wir jetzt einfach. Ne? Das ist quasi das Tutorial, bringt einem so die Grundlagen bei. Wise choice commander, first please check your PDA. Machen wir doch mal. So, kriegt er, sagt er uns hier nur, ja, bla bla. Ne? Hier kannst du die Ziele und so weiter abfragen. Das mal relativ zügig. Da gucken wir, was wir noch finden. Ein bisschen gereinigtes Wasser. Das ist unser Inventar. Wir haben erstmal ein Multitool. Das packen wir schon mal unten rein. Ein bisschen was zu fretten. Zwei Health Packs. Ein bisschen Antibiotika. Notfallzelt. Taschenlampe ist natürlich ganz cool. Ein Erdscanner, die, soweit ich verstanden habe, funktionieren die passiv. Zeigt mit Reichweite von ca. 20 bis 30 Metern Erzbrocken im Untergrund an, sofern ein Bohrer in der Hand gehalten wird. Funktioniert nicht mit Erzflözen oder in einem Vehikel sitzen. Der ist ja relativ wurscht. Auf jeden Fall habe ich noch keinen Menüpunkt gefunden, wo ich das irgendwie anlegen kann oder sowas. Also denke ich passiv. Und tragbares Heiz- und Kühlaggregat. Ich glaube, da haben wir auch weniger Probleme mit. Ist ja eine gemäßigte Zone. Ja, und dann würde ich sagen, können wir schon mal loslegen. Oben Inventory. Jo, habe ich gemacht. Notice your condition in the bottom left corner. You need to eat and heal. Food depletes as you take actions and explore the area. Bla 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 bla. Wir sollen. Ne, hier steht jetzt Consume Energy Bar und Use Health Bar. Das machen wir erstmal. Zack. Einmal fix gefuttert. Und heilen tun wir uns auch gleich mal. Oh, ja, ich meine, man kann hier auch mal aufstehen. Ne? Das ist tatsächlich relativ schick. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier alles volle Lotte habe. Können wir mal reingucken. Aber ich meine tatsächlich, ja. Maximale Frame Rate habe ich. Ja, wollte ich auf 60 runterstellen. Scheißegal, lassen wir jetzt so. Ansonsten. Hoch, 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 weit, weit, weit. Es gibt keinen sehr hoch. Ne, da ist alles voll Lotte. Und erster Blick ist erstmal um Längen schöner als 7 Days. Also wirklich um viele Längen, wie ich finde. Und ja, es gibt auch ein Level-System. Also man kann langsam hochleveln. So, und jetzt soll ich ein paar Steine abbauen. Das funktioniert so ähnlich wie in 7 Days, nur dass man nicht ganz so viel Werkzeug hat. Ich habe hier mein Multitool. Zack, Rohstoffabbau und abbauen den Scheiß. Zack. Stein heben wir auf. Und wo ist der andere? Weg. Naja, gut. Wir werden sicherlich noch mehr Steine finden. Hier hinten haben wir dann auch gleich den ersten Rohstoff. Da ist Kupfer drin, meine ich. Zack, 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 zack. Wie viel Leben das hat, könnt ihr tatsächlich nicht sehen. Da ist die Cam gerade drüber. Aber mein Gott. Geht die Welt nicht von unter. Die untere linkere Ecke ist, glaube ich, noch beschissener. Und die Weitsicht oben links will ich euch auch nicht nehmen. Aber wie dem auch sei. Craft Energy Bar or Juice. Ja, das geht relativ flott auch, wenn man es findet. Hier haben wir erstmal ein bisschen Honig. Und ein bisschen Knospen. Whatever. Hier finden wir Eisen. Und das ist halt das, was ich geil finde. Ne? Große, fette Dinos. Ne, die ja auch so ein bisschen. Okay. Ist hier irgendwo ein Raubtier? Oder die meinen mich? Das wäre natürlich doof. Aber okay. Ja. Gucken wir mal rein, was wir hier so Schönes finden in dem Wreckage. Ich glaube gar nichts. Ne, also ich könnte das Ding jetzt. Antenne Deko 3. Ah, wird mir angezeigt, was es ist. Okay, das war anscheinend mal so ein Antennenmast. Ne, das ist halt auch sehr cool. Man kann Basen bauen, aber auch Vehikel. Und das Coole an den Vehikeln ist, man kann die wirklich völlig freigestalten. Also ich kann mir da ein Raumschiff bauen, sieht von mir aus wie ein Sternzerstörer. Ich meine, wie geil ist das? Wir wollten nicht schon immer einen Sternzerstörer durchs Weltall hämmern. So, nochmal ein paar Steine mit. Noch ein bisschen lecker Honig. Und da hinten sehe ich schon die erste Pflanze, die wir brauchen. Zack, daraus können wir nämlich diese Energy Bars bauen.
haben hier unseren Überlebenskonstruktor, damit können wir die grundlegenden Sachen herstellen, wie zum Beispiel etwas zu essen. Und haben wir zumindest erstmal wieder was zu futtern. Während ich hier rumrenne, gerne im Verteidigungsmodus den Laser. Ne, man hat hier doch so ein paar kleine Viecher, die einem dann doch auf den Sack gehen wollen. Und jetzt gucken wir mal. Craft Energy Bar or Juice. Ja, haben wir gemacht. Jetzt hat es auch angenommen. Zack, wieder rein. Das finde ich ein bisschen scheiße. Es kommt halt immer in diese Ausgabe und wird nicht direkt ins Inventar depletet. Das ist halt nervig. Aber gut. Commander, I am receiving a distress signal from a nearby location. It should be investigated. Please look at your map by pressing M. So, und dann kann ich euch das gleich nochmal zeigen. Also das Tutorial ist echt cool, auch um euch so den ersten Einblick zu geben. Ne, das ist die Karte, es ist tatsächlich ein Unterplanet. Ich kann hier rumrennen. Und ja, was ich noch sagen wollte zum Thema Basis. Oh Gott, das ist echt ficke weit weg. Aber gut, wir laufen einmal. Genau, es macht hier Sinn, eine Basis zu bauen. Ich habe mich heute in der Mittagsstunden und diese Nachmittagszeit auch ein bisschen durch die Patch-Notes gewühlt. Und angeblich gibt es wohl auch so eine Art Raider-Attacks. Ja, sodass halt so ein Überfallkommando kommt und versucht, in die Basis einzudringen und einen umzubringen. Ja, also grundsätzlich gibt es verschiedene Fraktionen. Ja, ich mache einen Bogen um euch, ja, Babys, alles cool. Und die sind nicht alle gut auf einzusprechen. Die können sich tatsächlich verändern. Ne, wie, keine Ahnung. Da bin ich noch nicht mal annähernd. Aber das finde ich auch gar nicht schlimm. Kann ich diesen Honig eigentlich essen? Ich guck mal. Ja, kann ich essen? Was bringt das? Also satt wäre ich davon auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, das kann man hier auf der Map auch sehen. Genau, hier, es gibt die Cyrex, die Taylor und die Polaris. Und bauen nicht wirklich. Ja, okay. Whatever it is. Und ich weiß nicht, ob man mit denen handeln kann, ob man mit denen sich kloppen kann oder was auch immer. Da auch schon das erste Kupferlager. Oder was auch immer. Ich lasse das munter auf mich zukommen, entdecke das mit euch zusammen. Und ich glaube einfach, dieses Spiel hat fake viel Potenzial. Ne, wollte auch auf YouTube tatsächlich mal 1-2 Videos gucken, gerne auch auf Deutsch, aber hat mir alles nicht so richtig zugesagt. Also, wir drücken mal irgendwie. Bäm, tot. Ne, also habe ich mir gedacht, das ist genau das Richtige. Und man kann hier, glaube ich, wieder mal Stunden über Stunden mit verbringen. Ne, wahrscheinlich Hunderte bis Tausende, ohne wirklich alles gesehen zu haben. Zumindest wenn man so ein bisschen Ansprüche hat, wie ich will, dass mein Raumschiff so und so aussieht oder was der Geier was. Und ja, mal schauen, wo es hingeht. Das ist halt geil, ne? Man hat hier so weite Ebenen. Man kann wirklich sonst wohin glotzen. Okay, da wiederholen sich so ein paar Sachen ein bisschen. Das ist gerade ein schlechtes Beispiel. Aber hier so dieser einbarme Baum, der da hinten steht. Ne? Oder auch. Ja. Ich kann gerade nicht ranzoomen. Da liegt ein Skelett oder sowas auf dem Boden. Hier so ein großer Stein, hier so ein Skelett haben wir nochmal eins in der Nähe. Und man hat einfach irre cool viel Weitsicht und kann überall hinrennen und einfach Spaß dran haben. Ja, was ist das denn Schickes? Ja, moin! Wie ich gestern auch schon gesehen habe, kann man sich auch genauso wie bei 7 Days irgendwie Beine brechen, bla und Keks. Das war ein Solarmodul oder was? Cool, jo. So, was soll ich jetzt hier? Loot items from personal cargo box. Okay, das hat doch hier schon mal eine umgebaut. Die wollten sich doch hier verteidigen, oder was? Also auf reichlich dumme Art und Weise, aber okay. Eine Leiter ins Nix. Gucken wir mal. Und ja, ich glaube... Hier werde ich eine Menge Spaß dran haben. Ich habe das dem Michi gezeigt und er meinte sofort, Alter, ich freue mich jetzt schon auf die Streams. Das wird ja der Hammer. Das glaube ich tatsächlich auch. Ich glaube, das wird ganz schön cool.
Ne? Und wahrscheinlich bringt es hier sogar mehr, sich irgendwie die Basis aufzubauen. Oder weniger, also sowas wie die Blutnacht gibt es, glaube ich, nicht. Ne? Ich weiß nicht, was sonst noch für Gefahr. Uah! Oh, falsche Laser. Fucking Spider, hau ab, ey. Level 2. Oh, ich bin jetzt Level 3, du Assi. Ganz gerne. Ja, kann ich euch auch kurz zeigen. Hier den Tech Tree. Rabimmel. Ich geh's erstmal gedacht, alter Vater, wollt ihr mich verarschen? Das ist mal ficke viel. Großes Raumschiff, kleines Raumschiff, Bodengleiter. Was hatte ich gestern? Habe ich schon ein Motorrad gecraftet? Das kommt relativ früh im Tutorial und. Eiserne Scheiße! Alter Vater! So, und wenn ich hier jetzt noch irgendwie mal was finden würde, was ich looten könnte, wäre ich auch, glaube ich, glücklicher. Aber nein. Pustekuchen. Nix ist. Gibt hier auch keinen Indikator mehr, wo es denn sein sollte. Hier. Ist auf. Oh, es geht auch. Oh. Scheiße. Das ist ein Scheißding, ey. Was ist das für Überlebende? Was brauchen die für einen Rotz? So, abrennen. Da. Spinde. Die nehmen wir. Basis-Starter-Set. Wasser nehmen wir auf jeden Fall mit. Kupfer nehmen wir auch mit. Eisenerz bin ich auch Freund von. Silizium. Ein bisschen was zum Anpflanzen. Pflanzenfasern auch sehr gut. Die brauche ich, glaube ich, erstmal nicht. Mechanische Komponenten. Basis-Starter-Kit. Ja, ich würde wahrscheinlich relativ. Ich nehme erstmal alles hier. Komm. Tatsächlich noch die Steuerung von 7 Days drin, deswegen fehlt hier oft eine Menge. Ihr found several valuable irgendwas, das ich nicht mehr lesen konnte. Also ab ins Journal. F3 hat er gesagt, ne? Mit F1 war Journal. Unlock and Craft Portable Constructor. Ja, da sind wir schon beim ersten Punkt. Ne? Bla bla bla. Constructor bauen. Will ich hier eigentlich noch gar nicht unbedingt machen. Ich würde jetzt in der ersten Folge noch ein bisschen mit euch rumrennen. Ne, generell mal so einen coolen Punkt für eine Basis suchen. Wie bei anders als bei 7 Days kann man hier tatsächlich schlafen, um die Nachtstunden rumzubringen. Ne, da kommen auch ein paar mehr Jäger aus ihren Ecken geschissen. So viel, ja, Pflanzenprotein. Geilo. Dann machen wir gleich wieder einen fertig hier. Und wir wurden, glaube ich, gestern von so kleinen Mini-Raptoren oder sowas auch angegriffen. Und ja, konnten die relativ easy abwehren, aber ich denke mal, das wird noch eine relativ steile Lernkurve haben. Und hey, es ist. Also, ich sehe es heute mit etwas weniger enthusiastischem Blick. Gestern habe ich es noch schicker gefunden. Es ist aber nicht ganz hässlich, möchte ich sagen. Ja, und es gibt viel zu entdecken. Hier Gewürze wieder gehabt. Was ist das? What the fuck? Natürliches Stimulanz. Ja, nehme. Geilo. Gib mir hart, Alter. Steroide, Junge. Steroide. Oh, so gerade was lang geflitzt, aber. Ja, ich könnte auch bei meiner Rettungskapsel bleiben, aber ich sehe den Sinn darin tatsächlich nicht, außer dass ich nachher nochmal eine Quest haben könnte. Die sagt, geh dahin. Und ich hatte. Okay. Ja, ich lasse euch in Ruhe, alles cool. Tatsächlich ein bisschen Probleme am Anfang, Nahrung zu finden, weil ich vor allem erstmal voll ins Spiel geworfen wurde und. Keine Ahnung hatte, was ich da irgendwie sammeln soll. Aber ist ja wurscht. Ne, das wird hoffentlich heute. Ja, ja. Mit der Waffe nicht. Hoffentlich heute ein bisschen besser. Ne, aber ich werde auch gar nicht so lange mit euch spielen. Wie lange sind wir jetzt bei? Ja, 20 Minuten. Ne, ich wollte wieder versuchen, das Ganze immer bei einer halben Stunde etwa zu lassen. Finde ich einfach schöner. Ne, überreizt man. Die Aufmerksamkeitsspanne von niemandem. Bin ja auch so ein Typ. Erstmal fix wieder umschalten. Weil irgendwas anderes dann doch wieder interessanter ist.
Diese Welt ist zu schnelllebig, ich sag's euch. Ja, das geht übrigens auch. Ne? Wir können ja auch fleißig terraformen. Deswegen, ich hätte tatsächlich sehr gerne irgendwie einen Berg, wo ich mir eine Basis reinkloppen kann. Ich mag ja Berge. Ich bin gern unter Tage. Ne? Ein typisches Kellerkind. Ne? Hier bei mir habe ich meinen Zockerraum tatsächlich ganz oben. Ich bin da weniger Kellerkind. Ja, luftigen Blick nach draußen. Hier, und gebt euch das. Wie geil ist das, ey. Ich habe mich noch nicht getraut, so einen zu beschießen. Jetzt glaube ich auch zukünftig nicht mehr, was ich befremdlich finde. Man kann sich nicht duden. Und die sind alle ganz cool, auf einen zu sprechen. Ja, aber ich habe so das Gefühl, der ist kein Pflanzenfresser. Alter, der hat da fette Klingen. Da hinten ist noch ein Triceratops. Wie geil. Und ich freue mich schon drauf, einfach mal zu gucken, ob die sich gegenseitig verkloppen. Ne, ob der eine den anderen jagt. Ne, ob irgendwie zu erkennen ist, wann die Viecher mal Hunger haben. Ja, ich bin weg. Alles cool. Und all so eine Scheiße. All so ein Mist. Ja, und wenn es sowas gibt, Alter, ich bin glücklich. Ich bin hochgradig glücklich dann. Weil dann wird's einfach geil. Hier, nehmen wir erstmal jeden Scheiß mit, den wir finden. Da ist noch ein Triceratops. Wir sehen seinen fetten Arsch. Und ne, man kann auch tatsächlich relativ nah rangehen. Der macht dem das gar nichts. Sieht auch ganz friedlich aus. Hat ja die schönen großen Augen. Ne, die Texturen sind ja nicht überwältigend, aber okay. Es geht halt voll klar. Ne, für Early Access echt gut. Framerate auch Bombe. Ne, gestern direkt angefangen. Max Settings und 100 FPS. Und meine Fresse, habe ich das vermisst. War ja in 7 Days nie dran zu denken, auch nur annähernd so viel FPS zu haben. Nicht mal, wenn ich alleine irgendwie spiele. Von daher ist das hier schon cool. Einfach nur schön. So, jetzt rennen wir über die Prärie und finden nichts. Alter, das nervt mich gerade ein bisschen. Ups. Na, aber es ist am Ende gar nicht so wild. So, Kupfer nehmen wir mit, was wir gebrauchen können. Da haben wir noch ein bisschen Eisen. Nehmen wir auch mit. Ich habe noch keine Ahnung, was ich mit dem Honig anfangen soll. Ich glaube, er wird auf Dauer auch einfach schlecht. Ja. Genau, Lebensmittel verrotten. Ich weiß nicht, habe ich da schon was? Falls sie vor sich gerottet ist? Nee. So, was kann ich mit euch anfangen? Niemand weiß es. Und es wird mir auch nicht angezeigt. Wahrscheinlich kann ich damit irgendwas Cooles machen. Ich habe wirklich kein Peil was. Ich weiß von so vielen Dingen noch nicht was. Aber gut. Komme ich irgendwann hinter, möchte ich mal behaupten. Ragnar hat ein interessantes Objekt gefunden. Was habe ich denn da gefunden? Small Wreckage wieder mal. Hier, yeah, wie geil ist das, ey. Einfach so ein Monolith, der mitten in die Welt ragt. Das wäre auch cool. Könnte man hier einfach eine Tür reinhämmern? Und dann mit so einem Gang nach unten. Pssst, fette unterirdische Basis. Einfach, weil man es kann. Ja, oben eine Landeplattform drauf. Fahrstuhl nach oben. Und da irgendwann mit dem Raumschiff drauf landen. Ich meine, mir geht kaum. Achso, ist mein Herz. Ich wollte gerade sagen, es geht denn hier ab, ey. Ich bin nachher gespannt, wie das mit dem Sound ist. Den habe ich tatsächlich noch nicht überprüft, wie es sich anhört. Blackeks. Ich habe einfach Bock gehabt, loszulegen. Und da ich wusste, dass er mich hier auch noch kommt und wir noch ein bisschen zusammenzocken wollen, habe ich so schnell wie möglich gemacht. Ne? Habe einmal fix das Tablet ans Rennen gebracht und ja. Ne, könnt ihr sehen, wie regungslos mein Gesicht ist beim Spielen. Ich verziehe wahrscheinlich keine Miene. Und habe auch die ganze Zeit jetzt nicht drauf geachtet, in welche Himmelsrichtung ich renne. Aber hier ist ja echt nichts, ey. Es ist alles nur Ebene. Wo da? Da so in den Hügel rein? Oder da? Das könnte ganz cool sein. Ich hätte auch kein Wasser in der Nähe. Ich habe kein Wasser. Da hinten. Wie gut ist das? Da will ich hin. Ziel gefunden. Wenn wir da noch einen See bei finden, bauen wir hier Helms Klamm ins Gesicht, ey.
Habe ich halt auch schon wieder übel Bock drauf. Große Basis bauen. Fragt mich nicht, warum ich das so geil finde, aber ich finde es einfach genial. Hier mache ich das einfach. Ja, und ich werde gucken, wie ich das alles ein bisschen zeitlich raffen kann. Wenn ich mit euch hier dabei spiele, werde zwischendurch vielleicht auch immer mal ein bisschen zocken. Ne, vielleicht mal eine Session mit euch, eine Session ohne euch, mit euch, ohne euch. Schauen. Und kleine Feststellung, ich habe hier schon ewig keine Nahrung mehr gesehen. Das nervt mich. Und das kann ich auch nicht machen. Gestern hatte ich so dicke, fette Gemüseperlen gefunden. Das war jetzt ganz schön scheiße mit dem Aufploppen da. Aber naja. Und jetzt meine Berge hin. Da sind meine Berge hin. Also rennen wir auch in die Richtung. Er ist ganz schön hungrig, der gute Mann. Aber es gibt ja auch einfach nichts. Meine Fresse, was soll denn das? Ich will dann da was essen. Ja, anders als bei Seven Days halt nicht jagen. Und halt ist der Typ Vegetarier. Ich habe zwar vorhin schon Fleisch gefunden. Er hat noch keine Ahnung, wie man das zubereitet. Wirklich überhaupt kein Peil. Ne, ich weiß nicht, ob es da irgendwie Buffs gibt oder sowas. Aber da ist was zu essen eigentlich. Ne, wenn ich besseres Essen mache. Ich habe wirklich noch überhaupt keinen Schimmer. Ich gehe völlig unvoreingenommen ran. Und finde das, glaube ich, auch. Ja, nachher wird die Sonne da so ein bisschen untergehen. Und dann sieht man so ein paar God Rays. Das sieht dann tatsächlich wieder ein bisschen schicker aus noch. Ja, und so wie jetzt, wenn die Sonne so ein bisschen scheint, wirkt es auch gleich viel schöner. Also anders als andere Spiele nutzt dieses Spiel anscheinend mal einen vernünftigen Shader. So, wir können schon mal wieder Essen machen. Schließlich finden wir jetzt auch mal was. Zack, meins. Hier nehmen wir gleich ein bisschen Kupfer mit. Ja, geht nicht. Damit wir nachher so schnell wie möglich loslegen können. Wenn da hinten im Berg auch noch ein bisschen was an Rohstoffen nehmen würde, finde ich das, glaube ich, auch ganz schön gut. Aber so viel zum Thema. Ich mache mit euch das Tutorial wieder am Arsch. Ne, aber nach diesem Portable Constructor kommt, glaube ich, auch dann wirklich nur noch bau das Bike und eine Waffe. Der am Arsch, ey. Ach, sehr schön. Zwei fertig. Können wir erstmal essen. So. Guter Rat teuer. Was ist näher, links oder rechts? Ja, wenn man da gerade so links im Bild guckt, ne, wie da die Hügelkette so aufploppt. Ja, okay, da kann man noch ein bisschen dran arbeiten. Ne, vielleicht kann ich da manuell auch in den Gamefiles noch ein bisschen nachjustieren, da werde ich vielleicht nochmal gucken. Aber das ist mir jetzt gerade das erste Mal so ein bisschen aufgefallen. Von daher, so schlimm finde ich es dann am Ende nicht. Ne, wenn ich es mir angucken würde bei einem Stream, würde es mir wahrscheinlich mehr einfallen. Da liegt, glaube ich, noch ein Wrack. Übrigens hier, nachdem ich ja auch No Man's Sky gerne gespielt habe, habe ich direkt gedacht, die Dinger verprügeln mich gleich, wenn ich auf die zurenne. Denn da gab es ja auch auf jedem zweiten Planeten irgendwie diese Scheißdinger. Ah, hier, Gemüse. Läuft. Wie war es das? Eine Gemüsepflanze? Wow. So, ich werde hier einmal über diese Fläche rüber. Und da sieht es nicht nach Wasser aus, dann habe ich zumindest gerne ein bisschen Wald dabei. Also gehe ich dahin. Vielleicht nicht direkt nach ganz oben. Ist das die Wüste? Gibt es doch verschiedene Biome auf dem Planeten. Geilo. Aber wahrscheinlich, ja, werde ich hier noch weniger zu fretten finden. Aber da ist schon wieder Wald, also renne ich da durch. Wird schon. Und er hat schon wieder keine Puste mehr. Ja, Fahrzeug, Fahrverhalten ist unterirdisch, also zumindest von dem Motorrad, das man am Anfang bauen kann. Das ist quasi nur dafür da, um aufzusteigen, geradeaus zu fahren. Und das war's. Mehr kann das Ding eigentlich nicht. Ist kein Weltuntergang, wie ich finde. Ne, wenn es mich schnell von A nach B bringt, soll es mir recht sein. Und wie ihr seht, so viel auszuweichen gibt es jetzt auch wieder nicht. Was sind das für Steine? Kriegt ihr andere Sachen raus? Sag mal her. Nee,
Jetzt nicht mehr rennen, ist doof. Sonnensteinchen habe ich noch nicht gesehen. Was kriegen wir hier? Schott. Ganz normaler Stein. Nix los. Was ist das? Ah, bin ich hier? Moment. Oh ja, ich bin im fremden Gebiet. Ist natürlich schlecht. Ne? Hat man gerade gesehen, ich habe hier was eingesammelt. Und die Taylorn waren gleich angepisst. Gut, also wie man Sympathien verliert, wissen wir schon mal. Also flitzen wir einmal durch die Wüste und gehen da hinten zu den Bergen. Ich denke mal eher am Fuß oder wenn wir da so eine kleine Auffahrt finden. Da vielleicht rein. Hauptsache cool. Was für eine dämliche Aussage, ey. Machen wir es mal. Bist du schon ganz schön dämlich. Aber okay. Gut. Ich werde in dieser Folge jetzt nicht mehr großartig laufen. Wir machen jetzt mal gleich Feierabend. Wenn ich offline bin, werde ich tatsächlich da hinten noch hinrennen. Und wenn wir uns das nächste Mal sehen, bin ich schon da. Und ja, ich freue mich drauf, mit euch hier Imperium ein bisschen anzuzocken. Wenn ihr es grundsätzlich erstmal geil findet, ne, von der Optik, vom Spielprinzip, habt ihr jetzt noch nicht viel gesehen, aber ne, haut es in die Kommentare. Wenn es euch jetzt schon auf den Sack geht, schreibt es auch drunter. Und bisher war es tatsächlich ja nur ein bisschen sinnlos durch die Gegend rennen und Steine abbauen. Boah, Terraforming, das hat echt geil. Ja, so kommt man tatsächlich auch zu diesen Erzadern runter. Und ja, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal am Fuße des Berges. Hoffentlich nicht im Taylor-Gebiet, ne? Aber gleich ums Eck. Und ja, danke euch fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson.